Hallo und Servus zu einem neuen Fahrzeugvideo. Wir haben wieder einen Skoda Scala Monte Carlo da. Der ist aus Februar 22, ist der Erstzulassung. Ja, den würden wir euch gerne in Nähe bringen. Viel Spaß beim Video. Ja, hinter mir steht ein Skoda Scala Monte Carlo, typisch für uns schon fast Dreizylinder Turbo mit 110 PS aus 999 Kubikzentimetern. Ich erwähne es immer wieder, sehr gern gekauftes Fahrzeug oder Motorisierung bei uns. In dem Fall haben wir 6-Gang Schaltgetriebe mit drin und ansonsten typische Merkmale für den Scala Monte Carlo, damit das Ganze etwas abgerundeter, sportlicher aussieht. Bei dem Auto haben wir ein paar Besonderheiten, indem dass wir jetzt nicht wirklich, wir haben ab und zu Fahrzeuge einfach mit, ich nenne es mal Grundausstattung Monte Carlo, die sowieso etwas üppiger ist, aber hier haben wir jetzt wirklich nur ein paar kleine Details, auf die wir dann noch eingehen werden. Ansonsten machen wir wieder Lackschichtenmessung, wie immer, und versuchen euch das Auto eben näher zu bringen. Uns helfen die Videos einfach wirklich, weil wenn jemand eine weitere Anreise hat und so, dann können wir das eigentlich hier mit dem Video vieles eben abgleichen, bevor eben Fragen entstehen oder vielleicht Ausstattungsvarianten manchmal auch falsch durch mobile.de etc. übernommen werden. Hier könnt ihr wirklich das Auto, das wirkliche Fahrzeug sehen und deswegen machen wir die Videos. Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, das Auto ist aus 2022, Produktion war im Januar 22, um genauer zu sein, am 24. Januar 22. Erstzulassung war dann am 10. Februar 22. Stahlgrau, Lacknummer wäre, falls es jemand interessiert, die F7 Anton. Stahlgrau ist ein Unilack, kein Metallic Lack, aber eben mit der Abstufung zu dem Schwarzen hier. Ja, wirkt es halt immer sportlicher. Ich weiß jetzt nicht, ob wir im Archiv irgendwo ein Foto haben für einen stahlgrauen Kamiq oder Scala ohne Monte Carlo Ausstattung. Da wirkt diese Farbgebung natürlich etwas trist und langweilig. Das ist aber logisch. Das Schwarz stuft oder ja, das Schwarz hebt das Fahrzeug einfach nochmal aktiv nach vorne. Angesprochen der Dreizylinder eben mit 1 Liter Hubraum, 6-Gang Schaltgetriebe. Traurig aber wahr, ich habe es eigentlich schon lange nicht mehr angesprochen, aber wir können es auch nicht ändern. Der Leitzins ging ja nach oben und wird noch weiter nach oben gehen. Konnten jetzt aber zusammen mit unserer Bank eben ein Finanzierungsangebot schnüren, was euch vielleicht mit einer kleinen Anzahlung trotzdem zur vernünftigen Finanzierung bringen könnte. Fahrzeug kostet hier heute aktuell 21.990 Euro inbegriffen. In diesem Fahrzeugpreis ist eben auch schon die Garantieverlängerung bis Februar 2027 oder 100.000 Kilometer. Die Laufzeit hier wäre 48 Monate und wir haben es jetzt hier gerechnet mit einer Anzahlung von 4.990 Euro, gegebenenfalls auch für euer Altfahrzeug, das wir natürlich gerne in Zahlung nehmen. Wir nehmen sowieso alles immer gerne in Zahlung, auch wenn ihr kein Fahrzeug bei uns kauft. Ist uns völlig egal, bucht bei uns einfach einen Termin, entweder via WhatsApp oder Mail oder Telefon und dann können wir das Fahrzeug gern völlig unverbindlich für euch kurz anschauen und euch wirklich eine ehrliche Meinung zu dem Fahrzeug geben und dann eben auch am Fahrzeugpreis, an den Zahlungnahmepreis nennen. Das ist nur ein Beispiel hier und hätten hier eben eine monatliche Rate dann nur von 183 Euro, um genau zu sein 182,67. Sind hier auf 4,09% effektiver Jahreszins. Ich weiß sehr wohl, dass die Menschheit in den letzten langen Jahren andere Finanzierungen gewohnt waren, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen Händlern im Format, ja, im Neuwagenbereich ja sowieso ja 1,99 oder noch niedriger bei Sonderfinanzierungen. Das ist nicht mehr möglich. Wenn das möglich ist, theoretisch könnt ihr auch bei uns, das ist einfach möglich, bloß so mal ins Händlerjargon einzugehen, auch für 0% Finanzierung zu finanzieren.
dann ist das Ganze aber im Fahrzeugpreis hinterlegt, weil ihr bekommt nichts geschenkt. Ihr bekommt früher nichts geschenkt und bekommt es auch heute nicht. Heute ist halt einfach der Leitzins höher und deswegen können wir hier, ich bin froh, dass wir hier die 4,99 aktuell beim Dreh des Videos, möchte hier nichts verbindlich sagen, weil das morgen wieder anders sein kann, aber so preisen wir das Fahrzeug jedem aktuell aus Stand heute. Wie gesagt, es wird nicht besser werden mit den Finanzierungen in nächster Zeit. In Tschechien ist es nach wie vor schon immer so gewesen, dass wir sind halt an der tschechischen Grenze, deswegen weiß ich das, wenn wir da rüberkommen und schauen uns die Fahrzeugpreise an für Endverbraucher, dann findest du da eigentlich nur sehr erschwert den eigentlichen Fahrzeugpreis, weil hier schon immer mit 8-9% hier eben finanziert wurde und meistens, ich sage mal, ist in Deutschland schon viel, aber in Tschechien liegen wir da garantiert bei einer Quote. So haben mir eben das Kollegen aus Tschechien gesagt, bei 90%. Da wird eben dann, oder da lebt der Händler wirklich von der Finanzierung. Das ist aber nur am Rande. Das war schon immer so. Ich weiß nicht, wo die da momentan sind, um hier weiter existieren zu können, aber das hier nur am Rande. Ja. Zu der besonderen Ausstattung, da kommen wir dann innen dazu. Außen kann ich mal meinen kleinen Helferlein mitnehmen hier. Um euch das zu zeigen, haben wir natürlich wieder diese schwarzen Spiegel, das schwarze Dach, dann die 17 so Leichtmetallfelgen, dann unten hier eben die schwarzen Flaps, der schwarze Kühlergrill. Ja, hier das Emblem ist in Chrom. Hier möchte ich kurz einwerfen, wir haben ja die Produktion aktuell eingestellt, weil es einfach zu umfangreich war und das einfach zu unlukrativ auch war für uns dann im Endeffekt. Wir haben es probiert und das lief auch, aber da müsstest du solche Massen machen, dass du eigentlich schon wieder Mitarbeiter einstellen müsstest aufgrund der Produktion für die Embleme. Und dafür bleibt zu wenig hängen für den Betrieb. Ihr könnt euch da gerne einlesen, weil du musst die Sachen vermarkten über Amazon, über eBay und so weiter. Und eBay nimmt auf so ein Emblem eben dann schon 10 Euro. Und was soll uns dann noch bleiben? Also deswegen, wir haben immer noch viele Anfragen, weil die Videos natürlich immer noch online sind. Ob wir da wirklich mal wieder drauf einsteigen, dann würden wir die anders vermarkten müssen. Aber aktuell leider nicht mehr. So leid es mir tut. Wir bekommen da wöchentlich massiv Anfragen, aber ich kann es momentan leider nicht ändern. Aber zurück zum Auto. Ja, Monte Carlo Schriftzug hier, dann die Heckpartie, die langgezogene Heckscheibe, aber die kennt's vom Style auch, der Scala in Schwarz, Skoda ist auch in Schwarz, aber halt leider etwas verschwunden durch die schwarze langgezogene Heckscheibe. Der Diffusor hinten, Fehler meinerseits, wir haben hier auch eine elektrische Heckklappe, da kommen wir eben zum ersten Besonderen, eine elektrische Heckklappe, dann haben wir ein vollwertiges Ersatzrad mit Werkzeug hier drin. Habt ihr so einen kleinen Klett, um hier eben Sachen zu lagern und vor dem Rollen zu schützen. Wieder zum Schließen. Dann haben wir Einparkhilfe vorne und hinten. Das sitzt eben an diesen Einparksensoren. Plus Kamera hinten. Ja, das schwarze Panoramaglasdach, glaube ich, brauche ich nicht weiter erklären. Wir haben Cassie, also schlüssellose Sperren, aber das kennt ihr ja sowieso vom Monte Carlo hier. Ja, dann würde ich sagen, jetzt schnappen wir uns mal kurz den Lackschichtenmesser. Den haben wir hier. Gehen mal außen rum. Das machen wir bei fast jedem Video oder bei jedem Video, um euch das kurz zu zeigen, ob die Fahrzeuge nachlackiert sind oder nicht. Wenn ja, wie stark die nachlackiert sind. Uns ist jetzt hier nichts bekannt gewesen, das schauen wir uns jetzt aber miteinander an. Kunststoffteile können wir nicht messen, aber das, wer jetzt öfter bei einem Video dabei ist, das wisst ihr. Wir können es nicht messen, wir finden kein Lackmessgerät, dürft ihr gerne in die Kommentare unten reinschreiben, falls ihr Händler auch mit zuschauen, damit sie uns sagt, was man denn da für ein Lackmessgerät nehmen könnte. Wir haben keins gefunden, das hier irgendwie eine Wirkung zeigen würde auf ja, Kunststoffteile. Deswegen messen wir jetzt hier ganz normal von vorne rechts am Kotflügel. Da haben wir 114, also sehr wahrscheinlich nicht nachlackiert. Dann 130 an der Türe vorne rechts, dann 129 hinten rechts.
Dann haben wir 124 am Seitenteil unten, 121 Seitenteil oben, Stoßfänger würde ich schon sagen, Heckklappe haben wir 119, 117 Seitenteil oben, dann Seitenteil unten 123, also hinten links, dann haben wir 133, Türe vorne links haben wir nochmal 129, 127, 129 auf der Motorhaube. Also können wir sehr, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Fahrzeug nicht nachlackiert wurde. Uns war nichts angegeben. Ich habe jetzt auch kurz vor dem Video nochmal nachgeschaut, ob da irgendwas noch angegeben wurde. Nee, es ist uns nichts hinterlegt, außer normale Gebrauchsspuren. Die müsst ihr aber immer bedenken, egal was ihr für ein Auto kauft. Wenn das Auto einfach mal auf der Straße war und auch nur 100 oder 200 Kilometer, kann sehr schnell mal ein Steinschlag entstehen. Ich glaube, das ist auch bloß am Rande für euch. Jetzt schauen wir uns den Innenraum an. Eine Besonderheit habe ich euch ja schon gezeigt gehabt, eben mit der elektrischen Heckklappe, was nicht jeder Scala Monte Carlo hat. Als nächstes sehen wir dann hier beim Einsteigen gleich die dreistufige Lenkradheizung. Aber jetzt steige ich mal kurz ins Auto ein und starte das Auto mal kurz. Und ja, drücken wir das bloß mal kurz alles weg. Und wenn ich die jetzt drücke, dann seht ihr hier im nächsten Highlight eben diese dreistufige Lenkradheizung eingeblendet. Das nächste Highlight ist nämlich das virtuelle Kombi-Instrument, was viele, viele Menschen wollen. Ob es dann wirklich ein Highlight ist oder nicht, oder einfach bloß wahnsinnig gut vermarktet von der Industrie, weil es einfach günstig in der Herstellung ist, das behaupte ich jetzt hier einfach einmal. Ja, das darf dann jeder selber entscheiden, weil ich nämlich das eigentliche Kombi-Instrument in Chrom eingefasst von Monte Carlo auch sehr, sehr hochwertig finde. Als nächsten Punkt haben wir hier die Assistenzsysteme, wo wir hier das nächste Highlight sehen, einen Abstandstempomat. Der Abstandstempomat befindet sich hier dahinter und den würden wir euch wirklich sehr, sehr gerne erklären, für was ihr euch für das Fahrzeug interessiert, direkt vor Ort bei uns. Wir haben einen Front Assist, also den City Notbremsassistenten, wir haben einen Lane Assist, wir haben einen Side Assist, also sprich den Tote Winkel Assistenten. Ja, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Probieren viele bei Softwareproblemen, funktioniert leider nicht allzu oft. Bitte, wenn ihr das Fahrzeug euch interessiert oder dann wirklich kaufen würdet oder ein ähnliches irgendwo kauft, dann bitte immer bedenken, dass auch mal Software-Updates fällig werden. Das können wir nicht verhindern, bei keinem Fahrzeug mehr, aber für euch hier am Rande. Dann haben wir hier unten, seht ihr schon, im Radio DAB Plus Modus oder FM. Wir haben verschiedene Medienquellen zur Verfügung, USB 1 und 2, das haben wir hier unten nochmal, also es sind USB-C Steckdöschen. Dann haben wir Bluetooth Audio, sprich über Smartphone, eben dann eben Mediendateien zu hören und Smart Link, da habt ihr auch nochmal diese App-Taste, könnt ihr eben dann euer Smartphone, euer Mobilfunkgerät verbinden über Android Auto, Apple CarPlay oder MirrorLink. Service aktuell, schauen wir mal kurz rein, halt Car-Menü, Setup und dann haben wir hier in 15.600 Kilometern oder 193 Tagen den Ölservice und den Inspektionsservice. Bloß am Rande für euch, ihr habt schon das neue Serviceintervall, sprich alle 2 Jahre, nicht mehr die Inspektion, die jährlich dann kommt, aber nur am Rande für euch. Dann haben wir hier oben immer einen schwarzen Himmel mit dem Panorama-Glasdach, das ihr hier elektronisch verschließen könnt. Ja, das finde ich nicht wichtig, die Mode-Taste. Manche sind da ganz heiß drauf. Ich sage es bloß am Rande hier. Ja, ansonsten haben wir LED-Vollscheinwerfer. Ich glaube, das ist auch klar. Haben 4-mal den Fensterheber mit Kindersicherung, Fensterkindersicherung hinten. Ihr könnt hier die Spiegel nochmal manuell einklappen und wieder ausfahren. Und hier, ich hoffe, man kann es erkennen,
haben wir eben dann nochmal die Spiegelheizung, die hier manuell betätigt werden muss. Soweit mein Wissen reicht, es ist gefährliches Halbwissen, aber dürfte diese auch hier nur aktiv sein bei unter 5 Grad plus. Ja, hier nochmal die Sitze für euch. Ich denke, soweit haben wir dann alles eingefasst. Wenn ihr dann wirklich noch Fragen habt, zufällig, dann dürft ihr euch auch einfach unverbindlich bei uns vorab mal melden. Am besten per Telefon unter der 09602 61 85 3x6. Natürlich auch gerne per WhatsApp an die 01 79 55 945 27 oder gerne natürlich auch per Mail an die service@kfz-bauernfeind.de. Am liebsten wäre es mal, aber ihr ruft uns schnell an. Dann können wir da ein kurzes, tolles Gespräch führen miteinander und einfach ganz viele tolle Sachen eben besprechen, die per WhatsApp oder Mail dann manchmal ins Nirvana führen. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Auch wenn momentan nicht viel kommen, weil einfach, ich sage es immer wieder, zu viel los ist bei uns in der Werkstatt. Auch aufgrund unserer ganzen Leistungssteigerungsvideos, Wahnsinn, was wir dadurch für einen Zulauf haben und wie weit die Leute auch bereit sind, wirklich bei uns den Service zu nutzen. Dafür vielen Dank an alle da draußen und abonniert uns und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.